Billige Brigade 1. Hacker Evolution. Muss ich mal gucken. Ich hab hier, warte, ich hab hier gerade. Nun, das sieht offensichtlich gefährlich aus. Ja, warte, ich hab hier, Entschuldigung. Hab ich hier auch irgendwo einen Stift auf meinem Schreibtisch? Nein. Habt ihr hier. Hacker Evolution. Wo sind denn meine Kulis hin? Das Programmierspiel empfehle ich immer noch TAS 100. Der Maschine und doch anders, da man quasi Panels programmiert. Schaue ich mir auch mal an. TAS 100. Sieht gefährlich aus. Die Gebäudeverwaltung sollte ja eigentlich Förderbänder installieren, aber wir können uns keine Förderbänder leisten, da irgendjemand das ganze Budget in Schredder investiert hat. Also alle zusammen, denken Sie einfach wie Förderbänder. Drucken Sie Zeug auf der linken Seite und schreddern Sie es auf der rechten Seite. Wir sollten nicht zu viel darüber nachdenken. Achso, ja, gemäß den Sicherheitsvorschriften darf außerdem niemand sein Feld verlassen. Okay. Eve. Richtung rechts von unter mir ist gleich Drucker. Taki from. Hauen wir einen Jump rein. Give to. Achso, warte. If. Richtung unter mir gleich gleich Schredder. Und mein Ding gleich gleich mein Ding. give to. So. Take from links. Du sitzt an einem Computer, wozu brauchst du Stift und Zettel? Weil ich lieber mir persönlich Kram aufschreibe. Also ich bin mir gerade unsicher, ob das irgendwie gut sichtbar ist. Weil ich mir Streamlabs ja vor ungefähr 2 Stunden abgeschmiert. So, und ja. So, schauen wir mal ganz kurz. Ich habe beim Take From keine Richtung eingestellt übrigens. Ja, das war gut von mir. Und warum haben sich die Leute jetzt geschreddert? Und mein Ding gleich gleich mein... Achso, mein Ding gleich gleich in Datenwürfel. Ah, ich verstehe. Entschuldigung. Ich trage bereits etwas. Ah. Okay, ich sehe die Problematik. Yay! Nutzen Sie höchstens 7 Befehle. Haben wir geschafft, mit noch einem weniger. Durchschnittszeit. Ah, 106 Sekunden. Warte, das kriege ich, glaube ich, auch noch besser hin. So, if... Weiß ich gar nicht. Richtung links von mir. Gleich, gleich. Mein Ding? Funktioniert das? Und... Unter mir ungleich Drucker. Das funktioniert nicht. Okay, dann ist das... dann nehme ich mir mal einen Arbeiter. Ob das jetzt ein bisschen schneller geht, weiß ich nämlich nicht. Probieren wir es mal aus. Aber es scheint nicht so, als würde es schneller sein. Warum nicht einfach nach rechts geben? Das ist eine Idee, auf die ich nicht gekommen bin. warte, ich kann hier sogar einfach so Give to rechts. Achso, ja doch. Ne, wenn das nicht ist, dann einfach nach rechts weitergeben. Bin mir aber unsicher, ob wir damit noch immer in den 50 Sekunden oder ob wir damit jetzt in den 50 Sekunden noch liegen. Nee, noch immer 104.
Okay. Warte, if mein Ding ist gleich ein Datenwürfel. If to, rechts von mir. So, damit haben die jetzt keinen, oder damit meckern sie, glaube ich, jetzt weniger. Ich bin mir unsicher. Außer, dass sie halt meckern, dass sie bereits was tragen. Ich bin noch immer nicht drin damit. Und mein Ding ungleich ein Datenwürfel. Achso, was? Richtung rechts von mir ungleich ein Datenwürfel. Ich glaube, das ist halt eher so das Rummeckern, dass sie sich beschweren. Dass sie Sachen nicht machen können. Was jammert ihr denn? Diese Arbeitskraft trägt bereits einen Datenwürfel. Nur nehmen, wenn du noch keins hast. Ja, da ist das Ding mit dem Take... ja, das... Dann muss ich aber Take From und nicht Give To verwenden. Andernfalls funktioniert das nämlich nicht. So, Take From links. Am Anfang beim Take From. Achso. Wobei das Take From ist ja quasi... Achso, ich verstehe, wie du es meinst. Okay. So, zack. Dann hier einmal Give To wieder reinsetzen. Rechts, Take From. And mein Ding. Ungleich ein Datenwürfel. Mal schauen, ob das irgendwie zu Problemen... Guck mal, da meckern jetzt schon einige. Na, weil die meckern halt, dass jemand davor irgendwie ein bisschen zu langsam ist. Vermutlich müsste ich den die If-Abfragen irgendwie noch ein bisschen weniger haben, dass das weniger Zeit frisst. Ja. Also weniger If-Abfragen zum Zeitfressen. So. Ich wollte mir... Die Abfragen umsortieren. Das wäre halt auch eine Idee, ne? Ist die Frage, was quasi zuerst? Ob ich quasi zuerst den Shredder drin haben sollte? Ich könnte... Hier einmal abfragen... Ne, das mit dem Drucker. Wenn du noch keinen Datenwürfel hast. Mein Ding gleich nichts. Glaube ich, würde besser funktionieren. Erschreddern, dann weitergeben, dann nehmen. Das könnte was werden, ja. Ja, doch. Das kann höchstwahrscheinlich sogar viel ändern. Wobei der hier sich schon wieder staut. Was halt sehr interessant ist. Also hier gegen Ende staut sich, ne? Das zieht sich dann halt einmal komplett durch, dass sich's staut. Wir kommen damit auch gerade noch nicht ein bisschen tiefer. Ich glaube, alternativ ist halt einfach, dass ich die If-Abfrage rausnehme. Wobei, nee. Mein Ding nichts nehmen, andernfalls weitergeben. Probieren wir das mal aus. Ja gut, nee, da wird rumgejammert. Okay, das ist definitiv langsamer. Ich könnte halt Take From links von dir versuchen. Statt geben, einfach was nehmen, wenn es verfügbar ist. Ja.
ist er sogar noch langsamer. Aber irgendwie beschwert er sich. If mein Ding gleich nichts take from. Ja, das könnte vielleicht jetzt... Es scheint zumindest keine von den doofen Pop-Ups mehr zu haben. Weg, dass du so knobeln kannst, wäre schon längst völlig ausgerastet. Ich mag solche Rätsel sogar ganz gerne. Ah, aber noch immer 22 Sekunden. Geduld ist eine Tugend, das ist wahr. Ich wüsste jetzt nicht, wie das schneller gehen soll. Man könnte noch ein bisschen rumschieben, ne? So ist nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das jetzt noch ein bisschen schneller gehen sollte. Falls jemand da noch eine Idee hatte, wäre ich offen für Vorschläge. Wenn unter dir kein Drucker ist, dann nimm was von rechts, ansonsten nimm vom Drucker. Das könnte man aktiv machen, ja. Wenn unter dir ein Drucker ist, nimm vom links. In Take from ein Gift to rein, damit das direkt weitergibt. Stimmt, ich glaube, ja doch, wir probieren erstmal das andere aus. Weil ich glaube, wenn wir hier Take From einfach als Alternative nehmen, werden die sich beschweren und sagen, entweder es gibt nichts oder meine Hand ist voll zu einem späteren Zeitpunkt. Na, weil das mit dem Schreddern dauert immer so einen kleinen Moment. Da ich trage da bereits etwas, das wäre das gewesen. Und dann wäre hier halt quasi alternativ Give to rechts. Achso, aber das kann ich nicht machen. Ah nee, doch, das mit dem... Nee, das mit dem Gift-Tool in den Drucker reinmachen kann ich nicht. Let's take from ein Gift-Tool rein. Das geht nicht, weil ich bräuchte noch immer eine weitere Bedingung hierfür. Der erste nimmt ein Feuerzeug und verbrennt den Papierstapel. Weil mir das Gift to quasi fehlen würde. Gegens Ende. Steht leider auch Schredder an. Das ist nicht so, dass ich irgendwie einfach sagen kann, okay, wir werfen den Schmu auf den Boden und gut ist. Also ich kann mir ganz kurz zeigen, aber dann würde quasi hier bei der zweiten Person das hängen bleiben direkt. So. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Wo? Ich könnte noch eine If-Abfrage machen. Wie wär's, wenn du einfach in den Tod rennst? Wie sie in das Büro reinkommen? Das ist eine gute Frage. Genau, wenn mein Ding nichts, dann... Nimmst du dir von der anderen Seite, so dürfte ich nicht beim ersten bei dem hier hängen bleiben. Aber der Schredder ist halt ein bisschen zu langsam. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir werden da gleich staunen. Mal schauen. Gar nicht, das Büro wurde um die rumgebaut. Nee. Wir kommen nicht unter die 75. Das ist schade. Wobei mich das auch sehr interessiert, wie man dann unter die 75 Sekunden kommen würde. Im Hochhaus. Ja, man kann auch Etagen um Leute drum bauen. So, dann machen wir mal meine erste Erinnerung. Ja, stellen Sie sich einmal um mich rum. Erinnern Sie sich noch, wie wir gemeinsam den ersten Datenwürfel geschreddert haben? Natürlich nicht. Sie hatten ja noch kein frei benutzbares Gedächtnis. Bis jetzt! Ja, jeder von Ihnen kann sich nur 4 Dinge merken, verstanden? 4! Sie können sich merken, wo ein Schredder steht, der es Ihnen besonders angetan hat, oder wo ein besonderer Datenwürfel ist, auf den Sie ein Auge geworfen haben. Ja, ich bin mir sicher, dass Ihnen Ihre Erinnerungen sehr besonders und wichtig vorkommen werden.
Schauen Sie sich an, was passiert, wenn Sie das Beispielprogramm ausführen, das ich mir erlaubt habe, für Sie zu erstellen. Okay. Okay. das ist jetzt sehr interessant. Okay, das schaut nach... Oh Himmel. Das wird jetzt sehr interessant. Ab jetzt werde ich höchstwahrscheinlich auch raus sein. Schreddern Sie. Sie haben einen neuen Befehl, Nearest. Er sucht das nächste Ding eines bestimmten Tooltips und speichert es in einem ihrer vier praktischen Gedächtnisslots, sodass sie später immer darauf zugreifen oder dorthin laufen können. Ich habe jetzt Variablen bekommen. Da war der Fall, dass wenn Person A steht, dann bau nichts aus der Wende drumherum. Etage fertig. So, wie genau funktioniert der? Okay. Mem 2 ist gleich Nearest Shredder. Pick up. Give to Mem 2. Nein, ich... If mein Ding ist gleich ein Datenwürfel, give to Mem 2. Ich war noch nie besonders gut in Programmierung. Nichts aufzuheben. Hä? Wie nichts aufzuheben? Okay. Achso, nichts aufzuheben. Kann ich... Warte. Nearest Datenwürfel. Das letzte Mal, als ich was mit Programmierung zu tun habe, ist ein bisschen länger her bei mir. Ein paar Monate. Das nennt sich Studium. Am Ende der Kette fehlt Lauf weiter. Ich muss... Also, was ich theoretisch machen könnte. Achso, ja, warte, ich möchte das mal ganz kurz ein bisschen besser gestalten. So. Bisschen effizienter. So, dann machen wir das mal ein bisschen schneller. So. Das ist sehr interessant und wird sehr große Probleme beherbergen. Okay. Ach, du hängst jetzt bei Pickup 1, Mem 1, ne? If Mem 1 gleich nichts. End. Probieren wir es nochmal. Jetzt bin ich daran interessiert zu wissen, was passiert. Rein statistisch wäre hinten Anfang besser lange Wege und dann die kurzen. Don't know. Okay, gut, das funktioniert so. Nutzen Sie höchstens 5 Befehle. Ich, Ziel 132. Mein Durchschnitt ist eine Sekunde drunter. Easy. Mit End bleibt er stehen, genau. Oh. Billigbrigade 2. Probieren wir das nochmal. Ich habe Kopfschmerzen. Niemand darf laufen. Seien Sie ein Förderband. Sie kennen die Übung. Ich habe mir außerdem die Freiheit genommen, verleitende Bodenplatten zu entfernen. Lesen Sie einfach die Anweisung darüber und lassen Sie mich in Ruhe. Schreddern Sie Datenwürfe im Wert von 50 oder höher auf der rechten Seite kleinere. Okay. So, hauen wir erstmal einen Jump rein. Take if Oh.
Oh nein. Doch, ich habe Ideen. Doch, alles gut, ich habe Ideen. So, wenn unter mir ein Drucker ist, nehmen wir von dem. So, ne, von, Entschuldigung, von unten. If Richtung links ein Arbeiter und Richtung rechts ein Arbeiter. If mein Ding mit Wert 50 oder höher auf die Seite, größer gleich 50. Give to rechts. Give to links. If Richtung unter mir ein Schredder, dann und, ne, ich möchte ihn nicht umbringen, mein Ding ist gleich ein Datenwürfel, Gift tu nach unten. So. Genau. If Richtung über mir ist gleich Arbeiter oder Richtung unter mir ist ein Arbeiter, dann give to nach oben. Können wir bitte sofort anstatt Ding vielleicht Konstrukt sagen, sonst muss ich jedes Mal lachen. Aber steht mein Ding? So, also wir nehmen vom Drucker. Den If-Block möchte ich gerne ein bisschen weiter runtersetzen, sogar. Das ist der Shredder. Wenn mein Ding Datenwürfe ist, dann kommt er in den Schredder. Wenn über oder unter mir welche sind, dann gehen wir das nach oben durch. If links und rechts ein Arbeiter. Der Block muss sogar runter. Der muss da drunter sein, damit... ihr dürft nie die Laserströme kreuzen, damit der Mann hierzu kein Problem wird. Ich behaupte mal, das müsste jetzt halbwegs funktionieren. Ich werde nicht an ein Ding denken müssen beim Rätseln. Schredder ist doch der Kontrahent der Ninja Turtles. Ja, ist er. Das ist definitiv ineffizient wie Kacke, aber es funktioniert. Damit es effizienter wird, müsste ich quasi das Give to zu einem Take from ändern. Shredder beats Batman, Crossover-Serie. Nutzen Sie höchstens 10 Befehle. Ja, ich bin mit 12 relativ nah dran. Und Durchschnitt ist halt schrecklich. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie viel besser es wird, wenn ich die Gift to Befehl, hier die Gift, ja doch, die zu Take from Ender. Ne, das muss ich quasi zu Take from links und das hier müsste ich zu Take from rechts ändern. Und das hier müsste ich Take from unten ändern. Damit dürfte das jetzt schon mal ein bisschen schneller laufen. Naja, wenn, dann jammern sie halt nur rum, dass sie bereits etwas tragen. Wobei das jetzt auch nicht mehr gut sortiert. Achso, nicht mein Ding. Wenn Richtung rechts größer gleich 50 ist. Nein, Entschuldigung.
Auf der rechten Seite. Genau, wenn der Wert auf der Richtung links größer gleich 50 ist, sollst du von links nehmen, andernfalls sollst du von rechts nehmen. So rum ist das. Du hast Probleme. Take from unten. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr so gut? Ach so. Aha. Oh, ja, ich verstehe, wo die Probleme liegen. Die Turtles kommen nach Gotham und Shredder tut sich rather gut zusammen. Haben letztens das was bei YouTube gesehen. Sind die Ninja Turtles nicht Marvel? Die sind doch Marvel-Property, dachte ich. Ach nee, ah, die sind kein Marvel-Property. Die spielen nur im gleichen Universum wie Daredevil. Stimmt, so war das. Du könntest auch noch um eine Person kürzen. Ich könnte um eine Person kürzen. What? So, warte. Genau, wir nehmen aus dem Drucker. Das ist in den Schredder reinsetzen, wenn links und rechts von dir ein Arbeiter ist. Diagonal nehmen. Ach so. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Ja, diagonal. Aber nur weil ich um die eine Person kürze, würde das für mich nicht convenient machen. Also nicht angenehmer gestalten. Weil ich dann quasi das Diagonal und dann halt quasi wieder auf gerade gehen müsste. Das wäre also sogar noch umständlicher. Ich würde halt die Person höchstwahrscheinlich in der Mitte kürzen, aber ich müsste dann halt dafür sorgen, dass das Mädel hier die Brokkoli-Käsesuppe und aber es war eine schlanke Tasche, dass die halt dann nach links weitergeben oder halt abgegeben werden. Einmal ist doch nur dein Typ ganz umschauen, wie der Wert des Anwürfels ist und dann entsprechend nach links oder rechts geben. Genau. Das Ding ist, damit man das effizienter gestaltet, die sagen halt, ich habe nichts zu geben, wenn sie keinen Würfel benutzen, was halt quasi Zeit kostet. Ernsthaft, die Turtles und Gotham wäre wie Deadpool trifft Mr. Splinter. Wie Deadpool auf so eine riesige Ratte reagieren würde, fände ich schon interessant. Na, dementsprechend ist halt quasi, if links von dir ist größer gleich als 50, nimm von links oder nimm von rechts. Ach so, ja, okay. Ich glaube, ich verstehe, ne, weil momentan das so ein minimales Problem ist. Der tut Dinge hier. Ja, irgendwie staut er hier. Irgendwas stimmt da nicht. Ach so. Das ist mit dem, das ist, dass man den Datenwürfel nicht gescheit vergleichen kann, ist doof. Eine riesige Ninja-Ratte mit Stahlkrallen. Also theoretisch könnte man das jetzt noch versuchen, irgendwie sinnvoller zu gestalten. Aber mit dem Gifttuch funktioniert das halt auch. Ich meine, theoretisch könnte ich auch, warte, if das hier größer gleich 50 and ein Ding ist gleich nichts nach rechts geben oder nach links. Ich glaube, das dürfte dann auch schon den Kram halbieren. Sogar. Da, hier, genau, das ist hier. Ich halte nichts, was ich abgeben könnte. Sagen sie. Was halt. So, größer und. Ach, Entschuldigung, das ist ungleich. Muss ich dann machen. So rum. Jetzt dürfte es gehen. Oder auch nicht. Ach so, ach, die hauen hier ins beim Els rein. Dann hau ich da halt auch einfach eine
alternative Sache rein. Ich habe halt keine Lust, dass die gesamte Zeit rumlabern. So, das größere gleich, kleiner gleich. Dann nehmen wir hier den Wert 50 wieder. Doch 49 müssen wir dann nehmen. Und du trägst etwas. So. Ein Datenwürfel. Achso, ungleich nichts. So. Dann dürfte das jetzt weniger Dialog beinhalten. So, hier ist halt ein bisschen doof, dass jemand sagt, oh, ich trage bereits etwas und das halt zu Stau führt. Spider-Man trifft Deadpool. Sowas gibt's schon in Comics und ähnlichem. Und, hier, wie schimpft es sich? Gott, Jen, Fernsehserien. Tom Holland und Ryan Reynolds. Ja, vermutlich die eher weniger. So, der Durchschnitt ist noch immer grauenhaft. Warte, was ist, wenn ich hier... Und... Doch, ja. Und das hier... Wenn du nichts hast. So. Dann dürfte das jetzt immer ein bisschen schneller gehen. So, machen wir mal auf 12-fache Geschwindigkeit. Ich bin sehr froh, dass der Geschwindigkeitsslider drin ist. Das heißt, nur noch der Drucker hat Probleme. Jetzt die Frage... Ja, hab den Durchschnitt nochmal ordentlich runtergeklappt, aber ich glaube nicht, dass ich den noch viel weiter runterbekomme. So, Cutscene, Fitnessprogramm. Spider-Man trifft Deadpool und Deadpool ist so... What the fuck, best friends forever, little Spider-Man, Spider-Man so... Oh fuck. So ungefähr, genau, Chucky. Also, das ist quasi... Du hast die Comics zusammengefasst. Fitnessprogramm!